Weißt du, warum die hier runterkommen? Wie geht es dir? Weil du sie vorher nicht getötet hast. Na toll. Ich hab alle Gegner vorher vom Alien auffressen lassen. Kein Witz. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Dieses Viech ist unaufhaltbar. Ich brauche sich jetzt nur einmal freie Schussbahn, dann halte ich es. Tschüss. So, jetzt noch einmal bis 13. 21, 22, 23. Und raus. Ich warte noch. Döner, der Gerät, der Todesgerät, genau. Und wir haben es geschafft. Hallo. E drücken! Hab ich. Der Gerät schneidet den Dönerfleisch. Da ist bestimmt eine Speicherstation auch, oder? Wenn er lädt, bestimmt. Ja klar, jedes Mal, wenn ein neues Level geladen wird, wird automatisch gespeichert. Nice, Alter. Siehst du jetzt speichern. Auch oben rechts deine Ecke? Nein. Die alte Kassette. Für die jungen Zuschauer, das ist eine Kassette. Damit hat man Musik gehört. Auch MC genannt. War doch MC, ne? Schön mit Magnetbändern. Schön mit Stift. Ja, haben wir sie aufgezogen. Richtig. Also zurück und gerade. Sie ist zum Marschallbüro. Oh, jetzt gibt's. Jetzt kommt was Tolles. Jetzt einfach zum Marschallsbüro, dir passiert nicht viel. Speicher da. Ja, sag es doch nicht. Lass mich doch Atmosphäre vom Spiel aufsaugen. Du und Atmosphäre? Du verrätst alles, die ganze Zeit. Das ist nicht okay. Du musst einmal schreien, dann ist don't die Atmosphäre do this. Da. Du musst einmal schreien, dann ist die Atmosphäre. Du bist einer von den Menschen, die im Kino verprügelt werden, weil sie die Szenen vorhersagen. Ripley. Und zu Recht. Und was, wenn du gleich stirbst? Ja, dann bin ich gestorben. Kein Empfangskomitee. Komm, wait, Ende. Keep out. Da will ich rein. Don't dead open inside. Alter, das gefällt mir überhaupt nicht. Warte mal, da ist Speicherstation. Habe ich gespeichert? Ja, hast du. Haben wir gespeichert. Colonial Marshals. Fuck the Marshals. Hallo? Beruhig dich. Beruhig dich. Sicher. Waits hat einen Plan. Einen Plan? Ich habe einen Plan. Ich habe den Plan, einen Plan zu haben. Oh. Vielleicht sind wir hier sicher. Zumindest vorübergehend. Vielleicht bist du auch einfach ein Spast. Jedes Geräusch lässt mich erzittern. Wo zum Teufel ist das Ding hergekommen? Ich würde jetzt gern was sagen, aber ich lasse es sein. Danke. Granate vielleicht. Sind die böse? Vielleicht sind die ja gar nicht böse. Vielleicht sind die ja gut. In einem vergangenen Leben würde meine Schicht ungefähr jetzt beginnen. Vielleicht hast du recht, vielleicht auch nicht. Aber wo gehe ich hin, wenn das Vieh kommt? Sind hier sicher? Ich glaube, die sind nett. Dann finde es heraus. Sprinte dahin und sag, hallo, ich bin Marcy. Hi. Waren Sie das? Haben Sie den Transit zum Laufen gebracht? Gute Arbeit. Und dann mal durch. Bitte. Hi. Ihr seid ja nette Gesellen. Schöne Poster habt ihr hier. Guck mal, die waren ja gut. Ich hätte sie fast fressen lassen. Das hätte ich mal lieber nicht. Oh, Story. In stabilem Zustand. Sie ist bald wieder auf den Beinen. Samuels ist gerade bei ihr. Okay. Sie haben den Transit in Gang gebracht. Schätze, wir sind quitt. Wo steckt Ricardo? Bereitet unsere nächsten Schritte vor. Hören Sie, ich bin beschäftigt. Marlow sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit ihrem Flugschreiber rumgelaufen ist. Wo ist Marlows Schiff? Die Anisidora? Die hat er in Parkbahn um den Gasriesen gebracht. Der Scheißkerl will uns nicht die Betriebscodes geben, um sie per Autopilot hierher zu bringen. Vielleicht können Sie mehr aus diesem Idioten rauskriegen. Sprechen Sie mit ihm. Bevor du das machst, Speicher. Mhm. Da ist eine Speicherstation in der Ecke, wo du herkommst. Lass mal den Typen hier an. Achso. Speichern da, speichern.
Was sagt die Uhr? 25, wir haben noch 5 Minuten. Ah, okay. Aber da ja Minecraft später aufgehört hat, könnten wir eigentlich theoretisch ein bisschen überziehen. Ja, so ein ganz klein bisschen. Machen wir so ein bisschen. Bis zur nächsten logischen Stelle, wo man gut aufhören kann. So, jetzt muss ich nur gucken, wo ist der Dude denn? Der ist da in seiner Zelle. Das ist der. Ja, das ist. Ja. Ah ja. Marlo? Wer fragt? Ich bin Ripley. Die Firma hat mich geschickt. Schon für den Flugschreiber hier? Ihr seid ganz schön eifrig, das kann ich nicht abstreiten. Ich bin aus privaten Gründen hier. Meine Mutter war auf der Nostromo, als sie vor 15 Jahren verschwand. Tatsächlich? Verdammt. Also, scheiße. Wir haben ihr Schiff nie gefunden, Ripley. Nur den Flugschreiber. Aber sie haben ganz klar was anderes gefunden. Was ist da draußen passiert? Ich muss hier raus, Ripley. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Legen Sie einfach los. Ich will alles wissen. So, und jetzt kommt das, wovon ich dir erzählt habe. Das wird zwar ein bisschen dauern, aber ich hoffe, es wird dir gefallen. Check. Können Sie mich hören? Geil. Das rauscht ein bisschen, aber wir hören Sie mal auch. Machen wir langsam. Ich will das Signal in einem Stück erreichen. Wenn Sie ein Stück wollen, Foster, hab ich ja, warte mal. Was für Sie. Ich verwirre jetzt. Das ist die Erzählung? Das ist die Erzählung, ne? Okay, genug jetzt. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ich will keine Fehler erleben. Ich bin jetzt der Typ. Zu sagen, du hast einen Raumanzug an. Also, Foster, Meeks, haltet eure Augen offen. Verstanden. Boah, ist das windig. Folgen Sie dem Signal. Krass, das ist voll windig, das merkt man. Erinnert dich das an etwas? Mhm. Gut. Denn ich bin die ganze Zeit, als ich dieses Level das erste Mal geladen habe, so allein jetzt diese erste Minute quasi, ich bin die ganze Zeit mit so einem Grinsen in der Fresse rumgelaufen, weil ich das sofort halt so wiedererkannt habe. Hier drüben wird das Signal stärker. Das ist total überflüssig, dieses Signalfolgen-Ding. Das ist total schlauchig, das Level. Ich weiß nicht mehr als Sie. Außerdem dachte ich, Ihnen macht diese Arbeit Spaß. Was? Denken Sie nicht an die Zeit? Der Steinfuß. Ich kümmere mich um das, was direkt vor mir liegt. Schauen Sie sich einmal diese Transformation an. Das ist echt ziemlich cool, ey. Das Klima hier verwittert. Das ist ein natürlicher Zustand. An diesem Ort ist nichts natürlich. Das Ding ist, in diesem Level kannst du nicht speichern. Ich werde mich mal nach Schwachpunkten umsehen. Warten Sie hier. Finden Sie einen Weg um das Hindernis. Ja. In der Welt. Ich. Der guckt sich den Boden an. Oder da ist dieses Loch da, vielleicht kannst du da durch. Links, da, oben. Vielleicht geh da mal hin, vielleicht kannst du da irgendwas. Nicht? Vielleicht von der anderen Seite. Okay. Hier irgendwo muss man doch hochklettern. Hier. Ah, da. Geh da mal dahin. Da komme ich nicht hoch. Hey, ist hier drüben. Da. Helfen Sie mir hoch. Da siehst du. Da, der hilft jetzt hoch. E drücken. Hier ist ein Durchgang. Ich sehe ihn mir mal an. Wenn Sie nicht zurückkommen, dann warten Sie eben länger. Oh, Hilfe. Oh,
das ist cool gemacht. Ja, das ist wirklich cool, ey. Ah, da war ich meine Reaktion erleben müssen. Ich mit Kopfhörer zu knapp. Hause. Ich glaube nicht, dass ich den gleichen. Dolby Surround! Das ist crazy, Alter. Mega geil. Vor allem so eine nette Abwechslung in dem Spiel. In der Tat. Wobei ich ehrlich gesagt immer noch unschlüssig bin, ob ich die DLCs kaufen soll oder nicht. Ich habe die mal auf Steam angeguckt und das ist ja größtenteils so. Survival-Krams und so. Keine Ahnung, ob sich das für mich lohnt. Wir haben die alle hier. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich glaube, ich habe was gefunden. Folge dem Signal. Wo ist das Signal, Martin? Da ist das Signal. Ich habe einen Riss im Felsen gefunden. Bereithalten, ich jag das Ding in die Luft. Da unten. Bombe. Zurücktreten. Puff. Kaputt. Die DLCs auf jeden Fall. Sind die DLCs nicht größtenteils so, für den Überlebensmodus? Los gehen wir. Ich meine, folgen Sie mir. Überlebensmodus schön hin und her. Keine Ahnung. Hey, ist hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Helfen Sie mir hoch. Aber lass dir ruhig Zeit. Ich meine, gemütlich hier. Warum so ein Stress? So, und jetzt kommt der beste Moment aus diesem Level. Es ist besser, wenn du dann einfach gar nichts sagst. Trotzdem. Den hast du mir jetzt genommen. Den habe ich dir nicht genommen. Doch, hast du. Hab ich? Nein! Wow. Hey, warte mal, was habt ihr überhaupt für ein Sichtfeld hier drin? Weil das sieht so nah aus. Bei mir war das viel weiter. Weiß nicht. Ich glaube so 90 Grad oder so. Buddy bestätigt. Buddy approves. Das ist echt nicht okay, Mann. Hab ich! Ich bin irgendwie Fan davon geworden. Frag mich nicht, wieso. Windeffekte sieht immer so aus, als würden diese. Achso, die tun sogar tatsächlich. Das sind so kleine. Öffnung. Das Ding ist, die haben hier Raumanzüge an und draußen sieht es so aus, als würde ständig irgendwas hin und her wehen. Naja, das muss ja nicht bedeuten, dass es schwereloser Raum ist. Okay. Vielleicht können die einfach da. Atmosphäre her nicht überleben. Oh, betreten Sie das Wrack. Oh, nicey. Geil, Alter. Völlig unerwartet, so eine Passage. Richtig cool. Oh, ich bin gespannt, Alter. Cool. Nice, nice, nice. Das zur Hölle hoffen Sie hier zu finden, Mann. Erkunde etwas Großes. Auch noch. Hinein in das Loch, denn. Ich glaube, Liebe werden wir hier drin nicht erfahren. Das ist schön, dass es so eng ist. Gut. Es ist so schön. Wenn ich mir vorstelle, das wirklich machen zu müssen, ich würde einfach nur hart sterben vor Angst. Du findest so ein Schiff, so ein Wrack und es ist einfach von Aliens und du denkst so, okay,
Ah, geil! Passen Sie auf, was Sie anfassen. Machen Sie ja nichts kaputt. Was meinen Sie, wie alt das ist? Was ist das? Ein Cockpit? Wäre das ein Schiff? Ich glaube, wir haben unsere Bezahlung gefunden. Hey, Ruhe! Was? Haben Sie Angst, wir wecken ihn auf? Entschuldigung, Kumpel. Ruhe! Wir verschwenden unsere Zeit. Sehen Sie sich um. Die Glaseffekte sind ganz cool, ne? Das war eine Lebensform. Jetzt ist es unser Eigentum. Bergungsrechte. Was war das? Kann ich irgendwas machen? Du kannst hier hochklettern. Ja, ich will da hochklettern. Dann nehmen wir, was wir können und kommen wieder. Ja. Sehen Sie nach, was es sonst noch gibt. Oh. Spuren? Ah. Es ist schön, dass es so eng ist. Du wurdest zitiert. Was dann? Jemand war schon hier. Vielleicht haben sie das Schiff evakuiert und sind hierher gekommen. Das sehe ich selbst. Scheiße. Ah, cool. Warum gibt es dann keine Aufzeichnung? Naja, wenn sie noch hier sind, war es das mit unseren Bergungsrechten. Finden wir es raus. Ich werde das Signal finden und es ausschalten. Nicht, dass noch jemand seinen Weg hierher findet. Forster, Haste, sehen Sie sich die Höhle unten an. Finden Sie das Notsignal. Okay. Aldo. Was ist was? Wenn das so was Eierförmiges ist, einfach nicht hingehen. Völlig okay. Einfach nicht hingehen. Ja, die Animation kennen wir. Immer dasselbe sieht man. Rein ins Anus. Oh, Wadi hat 42 Sternchen und gerade mal 25 Stunden zugeschaut. Ja, der hat einen neuen Account sich gemacht. Stimmt, der war früher mit Wadi 19 noch was. Mhm. Kann man nicht bei uns am Bot die Dinger transferieren oder so? Ja, da müssen wir uns nochmal dran klemmen, das hat er sich schon gewünscht. Mix, ich habe das Signal gefunden. Wow. Ich werde genauer nachsehen. Oh, hier ist noch voll im Gange, Alter. Schalten Sie das Notsignal. Ah, hier ohne Geländer, ne? Also, Sicherheitsvorschrift, weiß nicht. Das wäre bei uns nicht durchgegangen. Nicht allein. Das gefällt mir nicht. So. Okay. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber das Signal sendet nicht mehr. Marlo, das müssen Sie sich ansehen. Der Wahnsinn. Bin schon auf dem Weg. Ich will mir das nicht ansehen. Kehren Sie zur Seilwinde zurück. Mhm. Winde. Ob sie das beste Hörbuch aller Zeiten ist, übrigens ein Hörspiel, das beste Hörspiel aller Zeiten ist, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es geht um In den Schatten von Audible. Vielleicht jetzt, wenn du alle in den Schatten. In den Schatten ist ein Alien-Spiel. Alien in den Schatten, das ist auf Audible gibt's leider nicht. Oh Mann, ey. Muss ich auf Audible ein Abo haben oder kann ich mich auch so koppen? Nee, du kannst einfach, einen Monat ist ja kostenlos und dann kannst du dir das runterladen und dann kannst du kündigen. Dann hast du das für lau. Muss ich mal gucken, ey. Vielleicht ist da irgendwie was Sondermäßiges für Prime-Kunden oder so. Das kann sein, ja. Moin! Schnallen Sie sich an. Achso, das ist gar nicht hier die Seilwinde. Doch. Hast du nicht das Seil gesehen? Doch, da. Guck doch, da in der Mitte, da ist das Seil. Du musst jetzt, glaube ich, so außen rum, ja, von da und dann dich da ranklemmen. Da. Ah, fuck, Alter, ich weiß schon, was da unten ist. Sicher? Ja. Ich hab noch ein paar Bier hier. Ey, dass aber auch alles immer so organisch aussehen muss. Das sieht so eher nach Knochen aus da oben. Aber ja, wie das alles gebaut wird, das kann ich mir nicht erklären. That is. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Ja, der Björn, wir haben auch Programmierer im Team. Fuck, Alter, die stehen ja schon natürlich direkt dran an den Eiern. Habt ihr die Filme nicht gesehen, oder was? Die können es kaum abwarten. Ganz im Ernst, da stehen Alien-Eier rum. Was in Scheiß würde ich drauf zugehen? Oh. Bäh. Kopf einhalten. Es wird noch schlimmer, glaube ich, jetzt. Oh nein, das kennt jeder. Du wurdest gehackt. Ja, ist denn schon Ostern? Okay, so. Da ist die nächste Speicherstation. Und ich vermute, das hier ist jetzt auch... Wo ist Ihr Schiff? Wenn wir die Kommunikation... Das perfekte Ende für diese Aufnahmesession. Wir haben heute echt viel geschafft. Es waren nicht die gruseligsten Passagen. Das war, letzte Woche war das wesentlich nervenaufreibender. Das muss ich zugeben. Aber trotzdem haben wir das Spiel ganz schön weit vorangetrieben. Und das ist gut. Fortschritt ist gut.